Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, beziehungsweise der ersten Folge Bloons Tower Defense 5. Und ja, ich war ziemlich lange inaktiv, kein Bock, kein Speicherplatz. Hab ja einen neuen Computer bekommen hier, den Laptop, an dem ich gerade spiele. Und hab mit improvisiert unten bei uns im Wohnzimmer eine Aufnahmestation eingerichtet. Wir haben nämlich schon nach 0 Uhr, weil meine Eltern sind dann schon am Schlafen, da muss ich aufpassen, dass sie nicht aufwachen. Genau, und wir können ja mal gucken, ja, einfach so eine Random Mission oder eine Spe komm, nehmen wir eine Special Mission. Da kriegt man bestimmt irgendwas Tolles. Ja, das nehmen wir, komm, das hört sich gut an. Vielfalt. Und zwar fangen wir. Schade, damit würde ich gerne anfangen, okay. Dann fangen wir einfach mit dem Magier an, komm, der Magier ist spitze. Dann stelle ich noch auf Last. Wie praktisch immer. Ja, genau. Und ja, ich werde jetzt vielleicht, also ich weiß nicht, ob ich wirklich noch lange hier mit weitermachen werde. Vielleicht werde ich das wirklich komplett fortsetzen, für immer und ewig. Oh, scheiße. Ja, direkt mal einen durchgelassen. Ja, mal sehen, ne? Ich hätte halt schon Lust drauf. Ich frage nur, ob ich es auch machen kann mit Schule und so weiter. Wenn ich es machen kann, dann mache ich es natürlich. Und also für den Fall, dass ich es tatsächlich mache, dann kommt demnächst vielleicht noch ein This is the Police Let's Play. Von mir alleine, Solo Let's Play. Kann man auch nicht im Koop machen. Danach vielleicht ein Battle Block Theatre. Together, also Koop, zwei Mann, vielleicht auch mal, vielleicht mit einem Gast, das wäre übel geil, also ab und zu mal so ein Gast dabei. Ansonsten weiß ich noch nicht so wirklich, was könnte man noch machen. Vielleicht ein Forest Let's Play, aber das gibt es in letzter Zeit so oft, das wäre ein bisschen öde. Ja, genau, das war es eigentlich so fürs Erste, was man also machen kann. Konzentrieren wir uns lieber hier auf das Spielen dieses genialen Spiels. Ich glaube, wir sind demnächst schon ziemlich gut abgesichert hier. Der haut halt einfach alle Bloons schon mal ein bisschen runter und der macht die dann fertig. Da könnte man sich doch glatt mal hier auf eine Bananenplantage zusammen arbeiten. Sparen. Genau, das war's, was ich sagen wollte. Weil, ne? Wir haben hier noch. Sekunde, stimmt, das könnte ich eigentlich direkt mal machen. Hier ein Blueberry-Busch direkt ans Ende. Nur für den Fall, ne? Bananenfarmer haben wir ja. Wieso darf man es nicht verwenden? Also ich darf maximal einen Agenten davon. Ja, aber wieso darf ich das nicht mehr verwenden? Egal. Weil es hier kein Wasser gibt. Stimmt, das macht Sinn. Gut, gleich können wir uns die Bananenplantage schon leisten. Also, ich finde so, alleine zu kommentieren ist wesentlich schwerer als zusammen mit jemand weiterem, weil da unterhält man sich einfach und nimmt das sozusagen auf, was man sich über da, die Dinge, über die man sich unterhält. Also, und halt währenddessen ein Spiel im Hintergrund, damit dann die Leute, die nicht nur mein blödes Gelaber hier hören wollen, auch noch was anderes zu sehen bekommen. Und zwar wörtlich zu sehen. So. Sorgt es dafür, dass in nächster Zeit nicht mehr so viel durchkommt. Und jetzt müssen wir gleich einfach nur das Upgrade für die Bananenplantage machen. Man kann ja auch das hier im Koop spielen, also Bloons. Und da werde ich dann vielleicht auch dann noch ein paar Koop-Runden bringen. Aber an sich ist das eigentlich eher sowas jetzt zum Wiedereinstieg natürlich toll. Und ansonsten. Mal so zwischendurch, wenn ich gerade für sonst nichts Zeit habe, das kann ich relativ schnell einfach mal machen, so Bloons zu spielen. Da muss man nicht viel vorbereiten und auch nicht so viel. Natürlich muss man was denken, aber nicht so viel wie bei manch anderem Spiel. Scheiße, stimmt, ich darf ja nur eine haben, ne? Oh, das war dumm. Das war richtig dumm. Der hätte ich nur nach da packen sollen. Das war blöd. So. Gut, dann konzentrieren wir uns dann eben halt immerhin darauf, dass diese hier viel Gewinn abwirft.
Wir haben momentan, glaube ich, ein paar Probleme hier, ne? Da kommt alles durch. Das wollen wir aber nicht. Der lässt einiges noch durch, der lässt auch noch. Okay, so können wir. Fireball, Monkey Sense, das ist wichtig. Oh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber also, ich habe eben ein paar Tests gemacht, wie sich so die Lautstärke anhört. Und bei mir bin ich selber viel zu leise, also von meinem Hören her. Und das Spiel ist viel zu laut, auch die Spielmusik, aber in der Aufnahme her ist es halt wirklich perfekt von den Sounds. Also ich höre mich selbst kaum noch. Ziemlich schade eigentlich. Packen wir den hier hin. Also ich musste ins Wohnzimmer halt umziehen. Normalerweise nehme ich auf dem Speicher auf. Und wären aber jetzt meine Eltern dann, könnten hier dann nicht schlafen, wenn ich da die ganze Zeit vor mich hin labere. Genau. Und hier im Wohnzimmer kann ich halt so viel labern eigentlich, wie ich will. Es stört keinen. Außer vielleicht euch, weil ihr euch dann wieder meine Videos angucken müsst. Beziehungsweise ihr müsst ja nicht, ihr könnt, aber vielleicht sieht man es ja allein schon als Strafe an, mich auf einer Videoplattform wie YouTube dann zu sehen. Als fast respektabler YouTuber mit 3 Abonnenten oder so. So, als nächstes hätte ich hier gerne mal den Feuersturm. Dann können wir uns hier die ganzen Gegner vom Leib halten. Genau, was ich eigentlich sagen wollte damit, dass ich hier unten bin. Ich kann, also manchmal ruckelt das hier mit der Maus vielleicht so ein ganz kleines bisschen, da ich was nicht genau treffe oder so. Das liegt dann daran, dass ich also als Mauspad gerade ein ganz normales Fernsehvorschauheft, wo halt drin steht, was als nächstes im Fernsehen kommt. Das verwende ich gerade als Unterlage, weil ich nichts Besseres habe. Ja, also mein richtiges Zeug liegt halt oben auf dem Speicher rum. Aber da kann ich halt gerade leider nicht aufnehmen. Da habe ich auch einen zweiten Bildschirm und sowas zurückgelassen. So, ich würde jetzt als nächstes gerne mal hier das, weil der Affenmagier haut halt schon ordentlich rein. Das Upgrade hier für die 13 Big Bunches of Bananas. Damit wir immer ein bisschen Geld kriegen. So, sehr schön. Ist Rang 37, Rang 26. Gut, das werden wir heute nicht schaffen. Zumindest nicht in dieser Runde. Wenn, also ich habe, ich hab mir, ich bin hier auf das Spiel gekommen, indem ich bei German Let's Play mir ein paar Videos halt angeschaut habe. Und ich fand halt, dass Spiel sah an sich ganz lustig aus, macht Spaß, ne? Und ich finde es auch selber jetzt super toll. Aber man kriegt ja zum Beispiel am Ende jeder Mission ein bisschen Geld, mit dem man sich dann die Agenten kaufen kann. Und meistens verwendet man einfach mehr Agenten in einem Spiel, als man Gewinn in dem. Oh geil, der hat mich gerettet hier, die Maschine. Als man in einem Spiel an Geld gewinnt. Also, dass man rein theoretisch Verlust macht, wenn man einen Agenten verwendet im Spiel. Beziehungsweise mehrere manchmal, weil ich hier habe ja zum Beispiel den Blueberry Bush und den Banana Farmer. Manchmal reicht das einfach nicht aus, manchmal kriegt man da weniger zurück sozusagen. Aber man macht es trotzdem, weil man kann praktisch unendlich von dem Geld später haben. Also, wenn du ordentlich einfach nur arbeitest, dann ja, hast du genug Geld. Für immer. In diesem Spiel zumindest. Also, ich hoffe, ihr kapiert, was ich meine. Wenn ich mich ein bisschen scheiße ausdrücke, liegt das einfach an mir. Damit kann man alles hier irgendwie auf einmal vernichten fast. Also, wenn man da weitergeht, hier kommt der Flammenring. Wir nehmen den Flammenring. Ich finde den Flammenring persönlich besser. Würde ich den hier gerne gleich weitermachen? Ja. Die Frage, soll ich das? Ich glaube, ich nehme das hier, weil, na, ich komme zwar gegen Carmo und so weiter gut an, aber Sprockets finde ich jetzt nicht so stark und hier kommt die Bloom Trap. Okay, gut, kann ich mir nicht leisten. Oha,
Oha, oha, das sieht scheiße aus. Das sieht ziemlich. Oh, knapp. Zum Glück habe ich hier hinten eine Spike Factory, ne? Der ist auf Maximum, der ist auf dem. Momentan, ja gut, ich will es mir nicht leisten. Das ist viel zu teuer. Dann hole ich mir jetzt meinen Sniper-Affen. So, und stell den erstmal auf den Strongest. Also, entweder ich mache einen, der halt durch alles durchschießen kann. Oder ich mache einen, der halbautomatisch schießt. Und ich kann mir dann Cash Crates abwerfen lassen. Ich glaube, darauf gehe ich sogar hier hin. Also auf das rechts. Da, ja. 12.960. Dauert vielleicht noch ein bisschen, bis wir das haben, aber ansonsten. Der schießt aber auch übel schnell schon. Der schießt, glaube ich, jetzt so schnell wie der Wurfpfeilaffe. Der hat einfach schon eine. Hat das, was der hier in. Also gut, natürlich, es kommt nicht so viel zu ihm durch. Aber das hat er einfach jetzt schon verdoppelt, was der hatte. Fast verdoppelt. Der hat einfach 20.000 allein und der hat 3.000. Der hier hat nur ganz wenig. Also am meisten bleibt eindeutig. Hoppla. Bleibt eindeutig am Magier hängen. Sekunde mal. Was? Man kann sich ernsthaft. Achso, ich kann mir von den Dollars hier Ingame Cash oder More Lives kaufen. Ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt schadsam, ne? Aber ich glaube, wenn, dann hole ich mir weitere Agenten hier. Sekunde, genau. Da drauf klickt man dafür so. Wisst ihr was? Wir holen uns direkt hier ein. Und zwar das Portable Lake. Werde ich dann vielleicht. Darf ich nicht einsetzen, ernsthaft? Das wäre schon ziemlich stark hier, also hier ziemlich nützlich, weil ich dann U-Boot und hier den Monkey Buccaneer bauen könnte. Was jetzt halt nicht geht, ne? Wie viel brauchen wir nochmal? 12.000, ne? 12.960? Okay. Das haben wir gleich. Das ist bei mir alles zum. Wie die ganzen Ceramic Balloons hier platzen, das ist bei mir viel zu laut. Also ich hör mich halt selbst deswegen nicht mehr. Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das hatte ich doch schon mal irgendwann freigeschaltet. So. Drops. Ja. Gibt halt ein bisschen Cash, ne? Ein ganz kleines bisschen. Dann nehmen wir jetzt den Glue Gunner und packen den hier hin. Der soll alles verlangsamen, damit das länger hier bei dem und bei dem hier stehen bleiben kann. Ich weiß zwar nicht mehr ganz, was die beiden unterschieden. Also das hier ist. Das ist halt ziemlich stark, um starke Bloons zu vernichten, die man halt festkleben kann. Es kommt gerade viel zu gut alles durch, ne, als gegnerische. Ich glaube, ich brauche mal was Starkes. Zum Beispiel ein Monkey Village. Oh, cool. Das nehme ich. Bin ich ein Affendorf hierhin? So, das sollte ich einfach nur mal gerade, um ein bisschen zu unterstützen. Also muss ich halt in der Runde machen. Mal gerade ein bisschen Instant Cash. Nehmen wir die Jungle Drums. Radarscanner. Und dann würde ich das ja eigentlich nehmen, weil wir haben nicht so viel Geld. Und da die meisten Bloons hier ohnehin schon ziemlich durchgeschreddert werden, bevor sie dann hier bis hierhin durchkommen, beziehungsweise überhaupt bis zu dem da mal. Wie das Teil einfach alles rettet. Ja, alles rettet. Gut, ich glaube, das war's dann auch schon. Obwohl. Na komm, wir machen einfach gerade noch eine ganz schnelle, easy Runde. Hier, New Game. Ist vielleicht ein bisschen länger. Ja, kapiert. Alles. Challenge Deep. Wir nehmen einfach hier. Das gefällt mir, die Karte gefällt mir. Nehmen wir einfach auf Easy, das geht am schnellsten. Play. Und fangen halt wie eben auch mit einem Magier an. Das Schöne ist, jetzt ist halt alles tausendmal billiger. Also ich kann mir auch die Sachen.
wesentlich schneller leisten. Zum Beispiel dieses wunderschöne Monkey Sub hier. So, komm. Ich glaube, ich habe das viel zu wenig bis jetzt verwendet, das Sub. Also. Bei mir. Ich habe immer noch nicht dieses eine essentiell wichtige Upgrade freigeschaltet. Damit könnt ihr halt bis nach ganz vorne schießen. Den wollte ich eigentlich auf Last stellen, ne? So. Damit macht er jetzt ordentlich. Der macht ein bisschen Anfangsschaden und der macht das meiste danach, ja. Was ich für relativ sinnvoll halte. Ja, läuft, ne? Ich weiß zwar nicht, was mir da unten immer für Nachrichten angezeigt werden, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig. Werde es eher weniger brauchen, vermutlich. Ich könnte mir ja fast schon ein weiteres Monkey Sub hier hinsetzen. Ich hasse es mit dieser Zeitschrift unter der Maus. Kann ich echt nicht anständig steuern. Na gut, man muss halt damit leben, ne? Wenn man so blöd ist und nach 0 Uhr noch aufnimmt, hat man es eigentlich nicht anders verdient. So wie ich. So. Immerhin haben wir gleich hier das freigeschaltet. Das dauert nicht mehr so lang jetzt. Der Affenmarke macht eigentlich immer noch viel zu viel. Also der nimmt viel zu viel. Da sozusagen raus, was die machen könnten, aber man sieht ja, der Fortschritt steigt. Was machen wir dann als nächstes? Eine Bananenfarm, ist langsam. Ja, ich glaube, als nächstes kommt dann die Bananenfarm, ne? Dann kann ich wieder hier einen der Bananenfarmer verschwenden. Sollte vielleicht jetzt langsam mal daran denken, einen Blueberry Bush hier hinzumachen. Und dann packen wir die Bananenplantage hier hin, bauen einen Farmer hier hin und investieren dann gleich weiter in die Bananenplantage. Und zwar hier rein, sehr schön. Der Mauszeiger, super. Man kann einfach hinklicken, wo man will, wohin man will, und es passiert nichts Besonderes. Also, natürlich, er verändert sich ein kleines bisschen. Have some free money. Oh, gerne. Danke. Da vorne werden sie geschwächt und hinten bekomme ich halt dann, werden dann die ganzen Kills gemacht. Okay, gut. Die Gelben kommen aber gut, viel zu gut durch. Das ist richtig schlimm. Gehe ich noch weiter in die Bananenfarm? Ja. So, okay. Immune to Freeze. Ja, und ich verwende ohnehin kein Freeze. Also, da machen die weißen Bloons auch nichts Besonderes aus. Also ich werde vielleicht später Freeze noch hier in dieser Runde verwenden, aber momentan zumindest nicht und ich verwende es halt insgesamt nicht so oft. Wow. Ich glaube, es wäre mal sinnvoll, hier den auf unsichtbares Sehen zu machen, also den mal ein bisschen abzugraden. Unsichtbares Sehen ist auch eine tolle Wortwahl, ne? Bauen wir dahin. Der hat das alles noch super in der Reichweite, also. Manche bauen einfach nur hier vier Bananenplantagen und den dann halt nicht so ganz in die Mitte, aber man kann es auch mit fast, ja, mit acht machen, ne? Wäre hier nicht diese eine kleine Lücke da, wird das vielleicht sogar klappen.
Obwohl, da passt doch noch eine volle Plantage hin, also. Jetzt alle einzeln upgraden und dann hat sich alles erledigt. Und ich glaube, wir haben das Upgrade dadurch. Ja, ich wusste es. Dann holen wir uns zuerst mal die beiden hier, das Upgrade. Weil dann können die auch hier in dem Radius von den ganzen Bananenplantagen schießen. Was ziemlich nützlich ist. So. Ich glaube, jetzt langsam haben wir viel Geld, ne? Allein wegen den Bananenplantagen. Kommt noch ein bisschen mehr Geld. Das werde ich dem doch wohl gönnen. Das Schöne ist dadurch, dass der jetzt hier die ganzen Blumen sehen kann. Und die halt alles, was der sieht, auch sehen können, können sie auch die getarnten Blumen abschießen. So, das noch. Und dann das noch. Und dann gehen wir weiter auf das da. Genau. Das und das und das und das. Ja, die Banana Republic. Ich glaube, wir sollten das hier nehmen. Bevor wir also hier den Blitz. Weil sonst gehen die alle so schnell durch. Hopp. Nein, nein, nein. Wollte das ja machen. Fast hätte ich mich noch verklickt. Okay, ich glaube. Ich sollte hier das Upgrade auch langsam machen, das ist also mit dem Dragon's Breath, weil die kommen gerade ziemlich gut durch, ne? Und dann das hier vielleicht noch danach. Also gerade seitdem ich hier das mit dem Dragon's Breath habe, läuft es wirklich wieder relativ gut. Kommt natürlich darauf an, was man unter relativ gut versteht. Dann mache ich hier einen davon hin und hier. Mach dann das und das. So. Okay, nächste Runde haben wir dann auch noch das. Weil die haben einfach eine große Reichweite und darin kann ich dann halt auch super meine, hier die ganzen U-Boote feuern lassen. Und bevor ich mich. Bei dem werde ich mich für Cleansing formen, bei dem für Sprockets, bei dem auch für Sprockets. Weil hier am Anfang ist der Form halt super. Bei dem jetzt auch noch auf Sprockets. Dann kann ich hier gerade nochmal eine Banana Republic bauen. Und dann baue ich gleich weitere U-Boote. Cool. Na, das nehmen wir doch gerne, ne? Airburst Start, super. Momentan läuft es relativ gut, ne? Hoppla. Muss ich wohl versehentlich mich an offenen Knopf gesetzt haben. Wundervoll. Boah, wegen dem einen fetten Ding da werden spucken die Bananenplantagen alles auf einmal aus. Das ist richtig nervig. So, noch das hier und dann sind wir durch mit dem ganzen Bananenplantagen. Wundervoll. Und dann können wir uns jetzt ja auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Wie zum Beispiel das Bauen dieses U-Boots. Nein, ich habe noch keine Super Monkeys und ich werde es mir auch, glaube ich, nicht holen. Hier wollen wir das machen und können uns nichts weiteres leisten. Ist aber auch ziemlich stark das Teil. Also ich glaube kaum, dass das so effizient ist, da so ganz am Anfang eine Nagelfabrik zu haben. Aber vielleicht bringt ja was, ne? Weil die kommt halt nicht dazu, irgendwas zu bauen, aber wenn dann da halt ein Mob ist,
geht es richtig ab. Und so ineffizient war es jetzt ja gerade auch nicht, wie man gesehen hat. Oh, bin fertig. Na gut, ist auch nicht schlecht, ne? Wir haben weniger Agenten verbraucht, als wir Geld gewonnen haben. Und ein Token, ne? Kein Freeplay. Bin fertig. Blue Circles. Alles zurück. Wundervoll. Dann würde ich ja glatt sagen, ach kommt. Ne, wir gehen nicht in diesen Shop, wir gehen hier in den Shop noch. Gucken uns dann an, was können wir uns Tolles holen. Starting Cash habe ich schon mal hochgebracht. Sell Price. Nein. Big Bloon Sabotage. Oh, nein. Ability Gucken. Komm. Wir haben eine Münze, hauen wir da rein. Hier noch was. Nee, lassen wir mal, ne? Gut. Dann war es das schon mit der für diese Folge. Können wir uns hier was kaufen? Nicht genug Geld, das gibt's doch nicht. Nirgendwo für. Okay. Dann können wir eigentlich, obwohl der hat doch bestimmt noch was für uns. Ja. Oh, cool, zwei Artillerie, ist nicht schlecht. 100.000 Cash mit Banana Farms. Ja, haben wir deutlich mehr drüber. Gut, dann war es das mit dieser Folge. Zumindest mit dieser Folge. Bloons TD. Und ich glaube, wir sehen uns dann das nächste Mal in einem This is the Police Video. Vielleicht auch hier in einem Bloons TD Koop. Oder im Battleblock Theatre Koop Spiel. Also, bis dann. Man sieht sich. Tschüss.